ausverkauft seit mehreren Jahren. 4-0 Kaiserslautern! Es ist eine Weltanschauung im Südwesten. Es ist eine Art Religion. Rot-Weiß gegen Blau-Schwarz. Der ausverkaufte Betze wartet auf ein Fußball-Leckerbissen. Die 5000 mitgereisten Saarbrücker. Jetzt kommen sie raus, die Protagonisten des heutigen Ostersonntags. Ja, der Ball kommt durch, Beutz. Ja, richtig, richtig gute Aktion, aber das ist einer zu viel. Es gibt Elfmeter. Wir haben jetzt noch mal drauf geschaut und sehen, so klar war das gar nicht. Beutz! Wenn er könnte, dann würde er jetzt auch noch mal mitmachen. Marco Antwerpen macht das hier ganz in Ruhe. Oh, was? Und jetzt sage ich Ruhe und dann ist Schluss mit Ruhe. Benjamin Brandt zückt die glatt rote Karte. Es ist überhartes Einsteigen. Kevin Kraus not amused. So, jetzt bekommt, glaube ich, Marco Antwerpen noch die gelbe Karte. Das gibt es nur in Deutschland in der dritten Liga. Ja, das ist ja fast Königsklassenniveau. Ja, absolut. Unvorstellbar, was hier das Publikum leistet. Sensationell. Diese Symbiose hier innerhalb des Derbys hier in der dritten Liga auf dem alten Betzenberg. Hier brennt die Luft. Kapitän rückt nach. Gute Flanke! Und das Tor! Saarbrücken ist zurück! Tobias Jennecke, das ist die beste Antwort, die du als FCS finden kannst. Keine zwei Minuten nach Wiederanpfiff. Ball kommt durch. Beut ist durch! Beut ist durch! 2-1 Lautern! Herrscher, viel Platz! Sehr viel Platz in unser! 3-1! Was sind das hier für Emotionen am Betzenberg? Boah, da hat er Glück. Wenn der Ball da weg wäre, dann sieht er rot. In puncto Präsenz, in puncto Einsatz, in puncto Wille, in puncto Leidenschaft ist das hier heute das oberste Regal in Liga 3. Es hat nach Wiederanpfiff so ausgesehen, als könnte der erste FC Saarbrücken, ja, sagen wir es so salopp, an Ostersonntag auferstehen. Die Pfalz feiert, die Pfalz singt. Pfalz lacht. Derby-Sieger Kaiserslautern. Ich glaube, da kann man noch mal stolz sein. Nach der Pause waren wir direkt gut drin und dann kriegen wir zwei solche Scheiß-Tore. Ich bin wahnsinnig enttäuscht. Das ist einfach geil. Diese Massen bis kurz vor der Pause, ein Unterzahl. Gehst dann doch wieder zurück in Führung und gewinnst das Ding 3-1 mit einer ganzen Hälfte Unterzahl. Das ist schon krass. Die Roten Teufel legen Saarbrücken 3 Eier ins Netz. Das soll es vom Betzenberg gewesen sein. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.